Also, das Leugnen von, dass es Rassen gibt, in Bezug als Stellungnahme zum Rassismus, ist eine sehr gefährliche Sache. Immer häufiger, wenn man sagt, ja, der deutsche Mann hat ihn, also der westeuropäische Held, die Frau vor allem, also durch den Mann als Träger Funktionalität der Blutrechtigkeit, aber durch die Frau angestachelt und angestiftet, habe auf die ganze Erdkugel immer nur Blut und Eiter hineingepeitscht und damit die Rassen, also die Mannigfaltigkeit des genetischen Vorrates schwer beschädigt, also schwerstens gedemütigt, beschädigt, ausgeräuchert, sodass jetzt ein Inzuchtprogramm läuft, das jetzt bald ein Ende findet, weil sie sich selbst zerstörend kannibalisiert potenziert hat. Dann gibt es immer mehr, also Weiber mit Magistertitel und Philosophinnen aus dem deutschen Sprachraum, die dann überhaupt leugnen, dass es Rassen gibt und dass das Genom sich differenziert. Sie sagen, ja, 98% oder mehr oder 99,8% kann man feststellen, ist das Genom identisch, gleichgültig, ob das ein Eskimo ist oder ein Australopithecensis oder so, Opithecus, oder ob das ein Inder ist oder ob das ein Inka vor ein paar tausend Jahren war. Dann sage ich, nein, das stimmt natürlich nicht. Diese prozentuelle Aufteilung ist deshalb überhaupt nicht tragbar, weil das Genom insofern überhaupt noch nicht interpretiert und gedeutet wurde. Du weißt nicht einmal, wo was ist. Verstehst? Wenn du eine Schriftwerk von 3000 Seiten zum Beispiel abschreiben würdest, aber du kannst die Sprache nicht und du verstehst die einzelnen Worte nicht, dann kannst du nicht sagen, dass du das erfasst hast, verstehst? Und dass du beurteilen kannst, aus der Anzahl der vorkommenden Buchstaben, zum Beispiel wie viel Selbstlaute oder wie viel Mitlaute, dass du daraus schließen kannst, dass das etwas Identisches ist. Das stimmt nicht, verstehst? Weil die Relevanz, also das, was relevant, das, was bedeutsam ist, erst dann erkannt wird, wenn du die Gesamtheit der Information als beeindruckende Faktoren in der ergänzenden Sinnfrage aufgeschlüsselt hast. Verstehst? Du könntest sonst sagen, du nimmst ein Packerl Schundromane und vergleichst es mit der Heiligen Schrift und sagst, ja, gleich viele Buchstaben sind drin. Also es ist identisch, verstehst? Das ist aber nicht so bei Information, bei Genprogramm. Also, da ist schon ein wesentliches Konfliktpotenzial. Und jetzt denk einmal, du hättest als Hundezüchter oder als Pferdezüchter verschiedene Rassen gezüchtet. Vom Schimmel bis zum Hafling bis zu dem und bis zu dem. Oder bei den Hunden, Schäferhunde, Deutschmänner oder was weiß ich, oder Pudelhunde. Und dann würdest du die verschiedenen Hunde in verschiedenen Koppeln eingedämmt haben. Und dann denk einmal nach, du wirst daran denken, ab einer gewissen Zeit, diese verschiedenen Rassen, die Schranken von den verschiedenen Abkoppelungen der Tiere zu öffnen. Und du wirst zusehen, wie zum Beispiel also die bissigen Wolfs- oder wolfsähnlichen Hunde zum Beispiel die Kleinen beißen würden und töten würden. Da müsstest du als Hundebesitzer, als Dresseur sofort schalten und sagen, das kannst du nicht zulassen, du musst sofort wieder den Schranken ziehen, verstehst? Also wieder Koppel machen. Genauso würdest du es bei Pferden auch machen, verstehst? Wenn du verschiedene Unverträglichkeiten siehst, die auf Kannibalismus zwischen den Tieren hindeuten müsstest sofort, hättest du die Verantwortung, da eine Trennung, eine Separation, verstehst, eine Okklusion, ein Culling vorzunehmen. Also da darfst du das Recht nicht insofern beugen, dass du leugnest, dass es verschiedene Ausprägungen in der Potenz zur Gewaltbereitschaft und Manifestierung dieser bei Geschöpfen gibt, auch wenn sie vor einem ähnlichen Genomstrukturprogramm, das sich verzweigt hat, ausgehen. Damit musst du aber behalten, es gibt Rassen. Das ist keine Wertefrage, verstehst? Es ist nur sehr wichtig, dass
du das siehst, dass zum Beispiel, wenn du Pferde oder bei Hunden oder bei Homo sapiens sapiens siebenmal in sich inzestiös rückkoppelst, dass dann der Genschaden so groß ist und der Kannibalismus, also in diese Tendenz gereiht, die Neigung vorhanden ist, dass sie nachweislich wird. Also dass wir eine Tötungs-, eine Kriegsmaschinerie, also eine Waffe aus diesem Vorrat des Geschöpfes dann entspringt, verstehst? Also der Psychiater hat dann die Verantwortung, dass er nicht leugnen kann, verstehst, dass er so ist. Weil du siehst, wie sie sich wie Kannibalen selbst abschlachten, verstehst, da kannst du das nicht abstreiten.